Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Alpenrevue, der Ausgabe 72 schon. Ich folge mal meinem eigenen Trend hier und nehme mir chronologisch ein weiteres Album von Yes vor, diesmal die 1978 erschienene LP Tormato. Tormato war das 9. Album und ist bis heute ein Album, an dem sich etwas die Geister scheiden. Ich denke, ich habe es immer etwas höher bewertet oder eingeschätzt als die meisten. Viele Yes-Fans sehen es eher missmutig. Ich würde sagen, nur wenige verabscheuen es so richtig. Doch wird diese Platte als etwas zerfahren und chaotisch empfunden. Aber ich finde, Tormato hat auch seine Fans und ich gehöre da sicherlich dazu. Obwohl die Aufnahmesessions von Going for the One von der Band selbst immer so gerühmt wurden als ein neuer Aufbruch, als eine Art interne Renaissance der Band, scheinen diese Gefühle ein Jahr später sehr zügig verblasst zu sein. Denn bei Tormato dürfte die Band ziemlich zerstritten gewesen sein. Rick Wakemans Euphorie über sein Comeback schien da verpufft zu sein und die alten Probleme kamen an die Oberfläche. Allem voran der ewige Vorwurf, John Anderson würde die Bandführung immer an sich reißen, die kreative Richtung, die etwas unschmeichelhafte Tautologie, ihn als Little Napoleon zu bezeichnen, war wohl in jenen Jahren entstanden. Zugleich beklagte die Band einen gewissen Druck seitens der Plattenfirma, da Yes lange Zeit als eine extrem umsatzstarke Superband gegolten hat, aber inzwischen lediglich sehr gute Umsätze einfuhr. Etwas, das John Anderson als etwas pervers empfand, ständig von Atlantic dafür gegängelt zu werden, dass Yes nur in einstelligen Millionenzahlen ihre Alben verkaufte. Gleichzeitig lässt sich nicht bestreiten, dass diese Band auf der Suche nach einem neuen Sound war. Insbesondere angesichts dessen, dass der Musikzirkus weitergezogen war und einst treue Magazine wie der Melody Maker nun die Band als Rock-Dinosaurier bezeichneten. Aber da draußen in der Welt herrschte inzwischen ein anderer Sound. Talking Heads waren angesagt und Patti Smith Group und The Clash und die Musik auf Tormato versucht, dem ein wenig Rechnung zu tragen. Das Album kam im September 1978 raus und sollte vorerst das letzte mit Sänger John Anderson und Keyboarder Rick Wakeman sein, obwohl deren offizieller Ausstieg aus der Band erst anderthalb Jahre später stattfand. Ein weiterer Faktor bei diesem Album ist sicherlich der Weggang von Eddie Offord, der großartige Toningenieur, der bei Yes jedes Album seit A Time in the World in 1970 aufgenommen hatte. Die Band produzierte sich also recht selbstherrlich selbst und das hört man dem Album ein wenig an. Dennoch muss man auch sagen, dass die Platte eigentlich keine Pleite war. Da draußen gab es noch immer einen ziemlichen Durst nach Musik von Yes, zumal die LP auch mit einer recht großen Welttournee beworben wurde. Und bereits nach 2 Monaten buchte das Album Platin, während die Kritiken hingegen sehr gemischt waren. Aber eine Pleite war das Album eindeutig nicht. Die dazugehörige Tournee wurde recht berühmt, weil Yes da mit einer kreisförmigen Drehbühne unterwegs waren. Also war die Bühne in den Hallen in der Mitte des Saals aufgebaut. In gewisser Weise ist es eines der eklektischsten Alben der Band. Und an vielen Stellen lässt sich erfühlen, wie wenig da zu dem Zeitpunkt ein fester musikalischer oder zwischenmenschlicher Zusammenhalt in der Band bestanden hatte. Aber ich finde nicht, dass das deshalb ein schlechtes oder uninteressantes Album ist. Und ich mag es, wenn Alben manchmal Zeitzeugen sind oder so eine Art Zeitkapsel, die eine ungewöhnliche Ära der Band dokumentiert. Und dieses Album tut es wirklich sehr deutlich.
Die A-Seite beginnt mit einem recht ungewöhnlichen Track, eine Verschraubung von zwei Songs mit den Titeln Future Times und Rejoice. Future Times hat einen coolen, Science-Fiction-artigen Sound und ist ein durchaus interessanter Track, der auf jeden Fall sehr untypisch klingt. Aber ich finde, es ist eine sehr gelungene Komposition, wo die Summe aller Teile durchaus ein faszinierendes Resultat entstehen lassen. Zugleich ist der ganze Track total bizarr, also wenn man in den Mix reinhört und den einzelnen Musikern folgt, sind die einzelnen Komponenten einfach nur seltsam, aber auf eine faszinierende und irgendwie auch sehr abenteuerlustige Art und Weise. Am auffälligsten ist es bei Steve Howe und Rick Wakeman, die da recht ihre Sachen spielen, aber es mutet auch so an, als ob keiner wirklich darauf geachtet hatte, ob der spezifische Sound einer Gitarre oder eines Keyboards der idealste Sound für diesen einen Song ist. Es klingt seltsam und man hat im linken Ohr Steve Howe, der irgendetwas dudelt, während im rechten Ohr Wakeman wiederum sein Ding macht. Beinahe als hätten sie es in vollkommen getrennten Orten aufgenommen. Man könnte leicht das Argument vertreten, dass weder Wakemans Keyboard-Sound noch Steve Howes Gitarren-Sound hier besonders gut zusammenpassen. Aber ich will es auch nicht überkritisieren, denn es hat zugleich eben etwas Faszinierendes. Manchmal kann es halt interessant sein, sich etwas hinterm Ohr kratzen zu müssen, wenn man sich Musik anhört. Und die zweite Hälfte dieses Doppelsongs, also Rejoice, hat dann nach der fünften Minute diese großartige Harmoniemodulation, die zu dem Keyboard-Solo von Rick Wakeman führt. Und das ist schon eine großartige Stelle in diesem Song. Der nächste Track auf der A-Seite ist Don't Kill the Whale, der übrigens auch als eine Single veröffentlicht wurde. Und für diesen Track möchte ich ja wirklich mal sehr zielgerichtet die Lanze brechen. Denn es ist mir aufgefallen, wie sehr sogar die eingefleischtesten Yes-Fans diese Komposition beiseite legen und sie in ihren Beschreibungen und Rezensionen im Grunde kaum erwähnen, wenn sie über das Album reden. Doch ich denke, es ist einer der besten Songs, die Yes jemals geschrieben haben. Steve Howes Gitarre ist hier großartig mit einem tollen psychedelischen Solo. Und für Yes war es sichtlich auch etwas Neuartiges, einen Song zu machen, der eine echte sozialkritische Qualität besaß und nicht nur aus John Andersons esoterischer Schwärmerei bestand. Die B-Seite übrigens von dieser Single hat den Track Abilene, der nicht Einzug auf das Album gefunden hatte. Das ist ja mal dann so ein interessanter Deep Cut von Yes. Die nächste Komposition auf der Platte ist Madrigal und zeigt Rick Wakeman an einem Harpsichord von Thomas Goff. Und da steckt eine ganze Geschichte dahinter, denn Thomas Goff war der bekannteste Harpsichordbauer im 20. Jahrhundert und letztendlich ein Leben lang im Einstellungsverhältnis der britischen Krone. Aber Wakeman hatte schon in seinen sehr jungen Jahren Bekanntschaft mit ihm gemacht und wurde immer wieder mal als Harpsichordspieler bei irgendwelchen Banketten eingeladen. Somit einen Original Goff auf Yes-Aufnahmen zu spielen, das war dann für Rick Wakeman schon auch etwas Besonderes. Die A-Seite erfährt ihr Finale mit dem fast 6-minütigen Track Release Release, wo die Band ihren neuen, vom Punkrock angehauchten Sound auf Probe stellt. Und der Track ist in der Tat gigantisch. Auch jene, die das Album nicht so mögen, nehmen diesen Song durchaus ernst als eines der Highlights auf dieser Platte. Steve Howe spielt hier eine richtig krachige Telecaster und hat dabei einen sehr, sehr coolen Post-Punk-artigen Twang. Interessanterweise war in der Zeit, als dieser Track aufgenommen wurde, Ahmet Ertegun, also der Chef von Atlantic Records, zu Besuch bei Yes im Studio gewesen. Und Ahmet Ertegun war von dem Song, von dem ersten Mix, den er da hörte, sehr angetan und fand, dass Yes eben einen Weg gefunden haben, auch richtig zackige Rocksongs zu schreiben. Dieser Eindruck von ihm erschuf bei Atlantic erstmal die etwas
verfehlte Euphorie darüber, dass Dormato vielleicht so eine richtige Hitplatte werden könnte. Für die Band wurde es dann schwer, gegen solche Erwartungen anzulaufen. Und damit kommen wir zu der B-Seite. Und das ist, wo es erst richtig problematisch wird. Denn hier finden sich zwei der verhasstesten Tracks von Yes, nämlich Arriving UFO und dann Circus of Heaven. Arriving UFO ist, da führt kein Weg daran vorbei, ein super schräger Song. Aber ich finde, es ist kein Trash. Der Einfluss von Close Encounters of the Third Kind von Steven Spielberg lässt sich an dieser Stelle wirklich nicht leugnen und wurde ja von John Anderson auch mehrmals zugegeben. Ich finde zum Beispiel, dass die musikalischen Versuche von Rick Wakeman, die Idee eines außerirdischen UFOs klanglich zu erfassen, extrem experimentell, aber auch sichtlich faszinierend sind. Man muss da nur genauer hinhören. Das ist ein sehr unikates Stück Musik und früher mochte ich den Song auch nicht, wie die meisten, die sich mit Dormato konfrontieren. Aber mit den verstrichenen Jahrzehnten kann ich mich für das Lied deutlich mehr erwärmen, da es wirklich ein paar interessante und sehr ungewöhnliche Momente hat. Circus of Heaven ist da schon eine Pille, die deutlich schwerer zu schlucken ist. Es ist der einzige Song auf diesem Album, den Anderson allein geschrieben hat. Und es ist etwas, das deutlich besser auf einem seiner Solo-Alben aufgehoben gewesen wäre. Eine Weile setzte er auch durch, dass das Stück auf der Tournee live gespielt wurde, was vermutlich bei den Fans nicht so gut ankam. Das Lied ist sehr kitschig und ich gestehe gerne ein, dass es der Tiefpunkt des Albums ist, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass John Anderson das ganz anders sieht. Ich finde nur, ironischerweise, wenn man sich Circus of Heaven rein kompositorisch anhört und es mit der Musik vergleicht, die 4-5 Jahre später auf Top of the Pops gespielt wurde, also The House Martins und Culture Club und Yazoo, dann hätte der Track dort eigentlich perfekt reingepasst und hätte vielleicht auch ein Hit sein können. Aber 1978 im Wettkampf mit Punkrock und ewig unzufriedenen Prog-Rock-Fans war da das Desaster eigentlich vorprogrammiert. Und so gilt Circus of Heaven bis heute wahrscheinlich als einer der mit Abstand unbeliebtesten Songs von Yes, insbesondere wenn man die klassische 70er-Jahre-Ära dabei betrachtet. Der darauffolgende Song ist Onward, eine ruhige, melancholische Komposition von Chris Squire. Und das ist erneut einer dieser massiv unterschätzten Songs, finde ich, die in Wirklichkeit aber sehr großartig sind. Das ist eine tolle Nummer und ich lasse auf dieses Stück wirklich nichts kommen. Es war auch der erste Track, den ich gehört hatte, als ich erfuhr, dass Chris Squire verstorben war. Ein fantastischer, sentimentaler Song mit atmosphärischen Keyboard-Layers von Rick Wakeman und ein Track, der zur späten Nacht gehört, wenn die Stadt um dich herum bereits eingeschlafen ist. Und dann kommen wir ins Finale des Albums zu dem 8-minütigen On the Silent Wings of Freedom, dem einen Song auf dieser Platte, dem die Yes-Fans ein Niveau bescheinigen, das mit Alben wie Relayer oder Fragile mithalten kann. Und ich verstehe das. Das ist ein waschechter Prog-Rock-Kracher, wobei der Sound dabei auch stark dieses 80er-Jahre-Feeling heraufbeschwört, das 2 Jahre später für das Album Drama dann im Mittelpunkt stehen soll. Es ist also purer Prog-Rock mit einem straffen Punch und sichtlich einer der besten Yes-Tracks der späten 70er. Sehr dynamisch und sehr lebhaft das Ganze. Der Bass von Chris Squire ist dabei einfach fantastisch. Das Cover wurde übrigens von Hypnosis designt. Wieder einmal, aber niemand war darüber sehr glücklich. Es gibt diese Geschichte, dass es Rick Wakeman war, der eine Tomate auf den Präsentationsprint geworfen hatte und dass Hypnosis es dann für das endgültige Foto übernahm. Aber ich bin sicher, das ist eine reine Legendenbildung. Viel wahrscheinlicher ist, dass die Tomaten auf dem Cover von Hypnosis selbst stammen und mehr assoziativ auf den Albumtitel anspielen, denn
Tomato ist ein Kunstwort, das nicht viel bedeutet, aber ein wenig wie Tomato klingt. Der Wortstamm Tor in dem Tomato spielt auf eine geografische Location in Devon im Südwesten Englands, die Yes Tor heißt. Eine topografische Karte mit diesen Punkten hier, wo man eben auch Yes Tor sehen kann, findet sich eben auf der Innenhülle. Auf der Außenhülle kann man eben dieses Gruppenfoto sehen mit Yes Tor im Hintergrund. Allerdings bin ich sicher, dass das eine Montage ist, denn ich glaube nicht, dass diese Band damals 1978 gewillt gewesen wäre, wegen einem Promotion-Foto nach Dartmoor rauszufahren. Nun, wie auch immer, Tomato ist ein Album, das Fans und Kritiker sichtlich spaltet. Einige halten es für ein kreatives und vielseitiges Werk, das die Band eigentlich auf ihrem künstlerischen Höhepunkt zeigt. Andere finden es inkonsistent und überproduziert, mit schwachen Songs und einem extrem veralteten Sound. Das Album ist jedoch ein wichtiger Teil der Geschichte von Yes, denke ich, und ein Zeugnis ihrer musikalischen Reise in genau diesen speziellen Jahren. Die Sternevergabe ist da nicht so leicht. Ich gebe hier eigentlich gerne 4 Sterne und mir ist total klar, dass das einigen aufstößt, die das Album deutlich schlechter einstufen und deutlich schlechter bewerten würden. Aber ich fand die Anzahl der wirklich negativen Momente auf dieser Platte eigentlich sehr überschaubar, um ehrlich zu sein. Und klar, an mancher Stelle kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass gerade Wakeman und Howe einfach nur ihre Musik über vorgemixte Bänder eingespielt haben, ohne sich mit dem Gesamtergebnis allzu sehr beschäftigen zu wollen, sodass das Resultat etwas zerfahren anmutet. Aber an vielen Stellen ist das dann wiederum extrem faszinierend und sehr, sehr interessant anzuhören. Somit sicherlich kein Album, das mit Close to the Edge mithalten kann, aber ein Album, das mehr anzubieten hat, als einige Kritiker behaupten. Somit, das war Tomato von Yes aus dem Jahr 1978. Und in der nächsten Folge wird es wieder um The Alan Parsons Project gehen und ihr siebtes Album, Ammonia Avenue.